Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag, David am Apparat von GEMA Pros Unternehmen für die automatische Online-Handelskonto. Ich habe geöffnet jetzt. Spreche ich mit Sean Toffel? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder jemanden mitgebracht, der, naja, wie immer uns am Telefon betrügen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem neuen Telefonat. Okay, sehr gut. Ich bin dein persönlicher Kontoadministrator mit dieser Plattform und meine Aufgabe an diesem Moment ist zu Hilfe mit deiner Kontoaktivierung. Ja. Okay, sehr gut. Bitte sagen Sie mir, haben Sie Erfahrung mit dem Onlinehandel, Herr Toffel, oder das ist Ihr erstes Mal? Ja. Das ist Ihr erstes Mal oder Sie haben Erfahrung? Genau. Okay. Über 95% von unseren Klienten sind Leute mit keiner Erfahrung. Und Ja. sie hat eine persönliche Assistent mit uns. Und er hilft nicht nur mit dem Kontoinstallation, aber also mit dem Kontokonfiguration, so dass wir sind sicher, dass die Konto machen gute Resultaten. Ja. Okay. Und wie alt sind Sie, Herr Toffel, bitte? Wieso? Ich muss schreiben das in das System. Ah, Sind okay. Sie über 18 Jahre im Alter? Ja, natürlich. Okay. Und wie alt sind Sie bitte? Na, über 18. Über 18, okay. Und was ist also wichtig? Dein Konto hat Liquidität die ganze Zeit. Was bedeutet? Am jeden Moment, Sie können transferieren deine Gewinne direkt in dein Bankkonto. Okay? Und was ist unsere Provision hier? Also das Gespräch geht hier von Anfang an schon wieder ultra seriös los. Als allererstes möchte der nette Betrüger auf der anderen Seite der Telefonleitung gleich wieder wissen, ob die Liquidität gegeben ist. Nett. Ganz, ganz nett. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man bei einer Bank ein seriöses Geschäft macht, dass da keiner fragt, ob man genug Geld dafür hat. Denn entweder man überweist und bezahlt oder halt eben auch nicht. Aber das vorher abzustecken, ob da auch genug überwiesen wird, hat nur damit zu tun, dass man sich sonst das Telefongespräch ersparen könnte. Und mal davon abgesehen, der nette Mitarbeiter hier am Telefon duzt ja auch schon wieder von Anfang an des Gespräches. Absolut seriös. Jedes Mal, die Software mache Gewinne. 2% von diesen Gewinnen sind transferiert direkt zu unseren Unternehmen. Die Rest, 98%, sind transferiert in dein Handelskonto-Saldo. Ja. Okay, gut. Bitte sagen Sie mir, würden Sie starten mit einem Minimum, mit 250 Euro, oder mit Ja. etwas mehr, bitte? Ja. Mit dem Minimum. Okay. Für die Aktivierungsprozess, Sie können verwenden eine Visa-Karte. Sie können benutzen eine Visa-Karte oder Mastercard. Wir sind Partners mit diesen zwei Providers. Haben Sie eins von diesen zwei, bitte? Ja. Okay, das ist gut. Sind Sie jetzt benutzen Sie deine Telefon oder Computer? Wir telefonieren über ein Telefon. Okay, aber wo sich hat geoffen, der Konto? Im Telefon oder im der Computer? Welches Konto? Dieses mit uns. Die Handelskonto, automatische Handelskonto. Da kenne ich mich nicht mit aus. Okay. Können Sie bitte für die Aktivierungsprozesse, ich muss erstelle einen einzigartigen Link zum Einzahlen direkt in dein Handelskonto exakt und ich muss schicke dieses Link in der E-Mail. So, bitte eine Sekunde, ich muss erstelle dieses Link. Okay, eine Sekunde und dann schicke der E-Mail und ich erkläre und ich helfe mit dem Prozess. Eine Sekunde, bitte. Ja. So, in dieses E-Mail, ich schicke nur den Link und dann in die nächste E-Mail, die erhalte ein PDF-Dokument, welches bestätigt, dass Sie sind ein Member in der Plattform. Sehr gut. Ich habe die E-Mail geschickt. So, bitte überprüfen dein Inbox, dein E-Mail.
und eine E-Mail von David erreiche jetzt und der Betreff der E-Mail steht Deposit Link. Das ist Anzahlung Link im Englisch. Kannst du meine E-Mail erreichen? Nee. So, haben Sie überprüft dein Inbox, also Junk und Spam Folder? Nochmals, es erreiche im Junk oder Spam, das ist das erste Mal, ich schicke dir E-Mail. Und deine E-Mail ist her.zog@mdcc-fun.de. Ne, ohne Minus. Ohne Minus. So, mdccfun, ohne Minus. her.zog@mdccfun.de. Richtig? Okay, okay. Eine Sekunde bitte. Ich schicke noch einmal. So, noch einmal die E-Mail erreiche von david.s@gmapros.net. Und der Betreff der E-Mail steht Deposit Link. Haben Sie meine E-Mail erreichen jetzt? Nein. Haben Sie überprüft dein Inbox? Ja. Okay. Und haben Sie überprüft Spam und Junk Folder? Was ist das? Das ist, es ist geschrieben Junk und Spam, also nochmals es erreiche im Spam oder, aber keine Sorge, wir haben eine andere Methode für die Aktivierung, so, wenn das nicht erreiche, ja, wir können probieren eine andere Methode. Natürlich. Es erreichen oder nein, Herr Toffel? Noch nicht. Okay, klar. Wir machen eine andere Methode. Wir können aktivieren das Konto mit unseren Finanzabteilung. Wie funktioniert das? Sie muss bleiben mit mir in der Leitung für die nächsten 3 bis 5 Minuten. Unsere Finanzabteilung prozessiert deine Kartendaten und dann sie erhalten eine neue Nachricht von der Bank zu bestätigen diese Transaktion. Sehr gut. So, bitte sagen Sie mir, welche Karte Sie wollten benutzen für dieses Prozess. Das ist eine Visa-Karte oder Master-Karte, Herr Toffel? Da habe ich beides. Beides. Welche Sie wollten benutzen für dieses Prozess? Welche ist da besser? Beides stimmt. Das ist dasselbe. Ach so. Machen wir dann mit dem Visa. Es ist nur wichtig, dass diese Karte hast 250 Euro in der Karte. Okay? Klar dann. So, können wir dann benutzen deine Visa-Karte für dieses Prozess? Klar. Das ist deine persönliche Visa-Karte, nicht von deinem Partner, Freund oder einer anderen Person. Richtig? Okay, gut. Bitte sagen Sie mir, was ist die Ablaufdatum in deiner Visa-Karte? Muss ich mal gucken. Okay. Ich warte. Langsam, bitte, langsam. Das ist die noch einmal Visa-Karte, richtig? Nee. Master-Karte. Ja. Okay, gut. So, bitte 2x2 die Nummer. 51 9 3 3 0 4 3 7 0 0 0 1 1 4. 1 1 und dann? 4. Es ist noch eine Nummer oder nein? Nee. Eine Sekunde. Und was ist die Ablaufdatum? Juli 23. 07 23. Okay.
5193. Jetzt ich lese die alle Nummer noch einmal. 5193. 3043. 7000114. Nein. So, können Sie bitte langsam lesen mir noch einmal die alle Nummer? 5193 3904 3700114. Bitte noch einmal und langsam. Es war 16. 5? Es ist ein 16-stelliges. 5193, okay? Ja. 93. Und dann weiter? 93. Ja. Okay? 0437 000114. Nein, nein, wer kann nicht, so, bitte, 2x2 oder 1, Nummer nach Nummer, bitte. Also immer zwei Nummern. 5? Immer bitte. Zwei Zahlen? Ja. So, 5, 1, ja. 9, 3. Ja. Und dann? 93, 04, 37, 00, 01, 14. Okay, so. 5193. Ja. 9303. Nee. 51, 93, 93, 04, 37, 00, 01, 14. Okay. Ein kleiner Moment. Tja, also hier haben wir den Betrüger wieder von Anfang an so richtig schön ausgehebelt. Ja, man hört's ja an seinem Deutsch. Und das ist tatsächlich auch schon eins von den vielen Indizien, dass wir hier definitiv niemanden von irgendeiner seriösen Firma am Telefon haben. Gebrochenes Deutsch und, naja, absolutes Unverständnis, sobald man irgendwas sagt, zählen definitiv zu den Dingen, dass man sich relativ sicher sein kann, dass das nur Betrüger am anderen Ende der Leitung sein können. Hier sollte man definitiv keinen einzigen Cent investieren. Und grundsätzlich ist es so, man sollte auch erstmal Ahnung davon haben, bevor man irgendwo investiert. Ansonsten ist das Geld eigentlich immer weg. Selbst bei seriösen Geschäften kann das passieren. Man sollte sich definitiv mit dem Thema erstmal richtig selbst beschäftigen. 51, 93, ja. Ja. 93 noch einmal, ja. 04 dann, ja. Dann 37, ja. 00, ja. 0114. Ja. Okay, gut. Und bitte sagen Sie mir, was ist die CVV-Nummer? Dreistellige Nummer auf der Rücken. 629. Ja. Okay. Und was ist Ihre Postleitzahl, bitte? 12955. 12955. 12955, richtig? Nee, 12055. Ist es 120 oder 129? 12055. Okay, danke. Mhm. Einen kleinen Moment. Und ja. Was war dein Beruf oder die Sektor, in welchem Sie arbeitet? Sie sind Rentner jetzt. Nee, richtig? Nee, bin ich Kaffeesatzleser. Mhm, okay. Ja. Okay, einen kleinen Moment. Ich muss transferieren die Daten jetzt zum unseren Finanzabteilung. Bitte warten Sie in der Leitung und dann, wann ich erhalte die. Und diese Karte ist ja. Aus Deutschland, oder? Mhm. Okay, eine Sekunde bitte. Mhm. Und in dieser Karte, Sie hast über 250 Euro an diesem Moment, richtig? Mhm. Okay, gut. Also bitte warten Sie mit mir in der Leitung. Mhm. Noch einmal, CVV-Nummer ist 629. Ja. Und Ablaufdatum ist 0723. Genau. Und Postleitzahl 12.055 ist Berlin, richtig? 12055. Es ist 12955? Nee, 12055. 12055, okay.
Also, Dankeschön für Ihre Geduld. Wir jetzt warten für die Antwort von unserer Finanzabteilung. Mhm. Und dann ich erkläre dir alle weiteren Schritte. Mhm. So, bitte warten Sie kurz. Mhm. Herr Toffel, eine kurze Frage. Bitte, was ist dein Geburtsdatum? Wieso? Ich muss schreiben das in der System. Okay. So, bitte können Sie sagen mir dein Geburtsdatum? Na klar. Hallo? Ja, ich bin da. Wir reden gar nicht mehr. Entschuldigung? Hm. Was ist los? Nein, wir warten für die Antwort von unseren Finanzabteilung. Okay. Haben Sie einen Stift und Papier mit Ihnen? Nee. Hallo, Herr Toffel. Mhm. Herr Toffel, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen bei GEMA Pros. Dein Konto ist jetzt aktiviert. Ja, und hier an der Stelle bin ich in der Tat selbst massiv verwirrt. Die Firma denkt jetzt, es hat geklappt mit der Überweisung. Ich bin jetzt angemeldeter Kunde. Ihr seht jetzt hier einen kleinen Beweis. Angeblich befinden sich jetzt 250 Euro auf meinem Konto. Oh mein Gott. Also die Daten, die ich hier angegeben habe, die funktionieren definitiv nicht. Also bei der Prüfung, ob es die Karte gibt, bekommt man ein Okay. Man kann allerdings hier von dieser Karte nicht abbuchen. Und wenn man ein vernünftiges Zahlungssystem hat, dann würde man das auch feststellen. Weil das steht da. Wenn man nichts abbuchen kann, kann man nichts abbuchen. Das Konto ist einfach nicht gedeckt. Aber irgendwie bin ich jetzt bei dieser Firma angemeldet. Und ich habe jetzt ein Konto. Das Lustige an der Geschichte ist, 2 Tage später konnte ich mich in dieses Konto nicht mehr einloggen. Den Rest der Geschichte, den hört ihr jetzt noch. Ja. Sehr gut. Ich wünsche viel Glück mit Ihrem Handeln. Ja. Und wir machen alles, was wir können, sodass dieses Konto mache gute Resultate. Prima. Sehr schön. So, was ist passiert jetzt? Unsere Finanzabteilung und unseren Kundensupport-Team jetzt schicke eine neue E-Mail und der betreffende E-Mail steht Anzahlung Bestätigungs-E-Mail. Ja. Okay. Soll ich mal gucken? Können Sie bitte noch einmal sagen mir, was war dein Beruf, bitte? Mein Beruf? Kaffeesatzleser. Ja. Okay. Was ist wichtig? Im nächsten 48 bis 72 Stunden, unseren Makler, unseren Broker, dein persönlicher Assistent rufe dich und er hilft mit dem Konto Installation und Konto Konfiguration, so dass wir sind sicher, dass die Konto machen gute Resultate, okay? Ja. In nächste E-Mail, welche erreiche, die Anzahlung Bestätigungs E-Mail. In dieses E-Mail, es war ein PDF Dokument bestätigt, dass Sie sind der Member in der Plattform. Und also in dieses E-Mail, es war Schritte. Wie können Sie verifizieren das Handelskonto? Und das ist viel wichtig. Das ist die erste nächste Schritt für Ihnen. Es ist zu verifizieren das Handelskonto. Ja. Sehr gut. Können Sie bitte schreiben etwas? Haben Sie einen Stift und ein Papier mit Ihnen? Nee. Können Sie bitte nehmen eine Stift und ein Papier zu schreiben etwas? Ja. Bitte. Und dann? Ja, dann ich lese deinen persönlichen Sicherheitscode. Sie muss schreiben dieses Code. Ja. Es ist viel wichtig für deine Sicherung. Ja. Und jetzt? Haben Sie jetzt einen Stift und ein Papier mit Ihnen? Ja.
So, bitte schreiben Sie diese Nummer. 36. Ja. 15. Ja. 311. Ja. So, die Nummer sind 36153111. Ja. Das ist Ihre persönliche Sicherheitscode mit uns. Ja. So, bitte fragen Sie diese Frage jeden nächsten Mal, eine Person rufe dich von zu Hilfe mit dem Onlinehandel. Bitte fragen Sie diese Frage. Was ist mein Sicherheitscode? Ja. Wann die Person in der Leitung mit dir nicht 36153111 sagt, dann sie weiß, dass dieses Anruf ist nicht von unserem Unternehmen. So, das ist für Ihre persönliche Sicherung, so dass Sie sind sicher, dass am jeden Moment Sie weiß, dass Sie sprechen mit einer Person aus unserem Unternehmen. Ja. Wie kann ich sprechen Sie Englisch auch? Nee. Wann es ist keine Anruf von unserer Seite, dann Sie weiß, dass ist nicht sein Handelskonto mit dem Kontobalance mit 250. Das ist nicht seinen Anruf verbunden mit ihre Handelskonto. Mhm. Klar. Sprechen Sie Englisch auch oder nur Deutsch? Nur Deutsch. Okay. Okay. So, sie weiß deinen persönlichen Sicherheitscode. Sie weiß, dass der persönliche Assistent rufe dich im nächsten 10 bis 15 Minuten wann wir haben zu viele Klienten. Es ist möglich, dass der Broker rufe dich im nächsten 48 bis 72 Stunden. Und erster nächste Schritt für Ihnen ist zu verifizieren das Handelskonto. So, bitte öffne deine E-Mail-Inbox, brauche Anzahlung, Bestätigungs-E-Mail und bitte antworte zu dieses E-Mail. Und wie ist mein Username zum Einloggen auf die Webseite? Das ist geschickt in deine E-Mail. Wo denn? Einen kleinen Moment. So, sie muss brauche die E-Mail, welches der Betreff ist Registration Successful. Nee, habe ich nicht. Bitte? Wie ist mein Username? Username und Passwort? Ja. Hast du Passwort erreichen? Wie ist denn der Username? Username ist deine E-Mail-Adresse. Sie können anmelden mit deiner E-Mail-Adresse und mit deinem Passwort. Welche E-Mail-Adresse steht da jetzt? Deine E-Mail-Adresse sich als registriert mit. Welche waren das? Die war doch falsch. So, die E-Mail-Adresse ist ohne Minus. Und wie lautet die? Richtig. Keine Sorge, einen Moment kurz. Ich helfe mit der. Ich schicke noch ein E-Mail mit dem. So. Deine richtige E-Mail-Adresse ist H wie Hamburg, E wie Emil, R wie Richard noch einmal, Punkt. Z wie Zulu, O wie Oscar, G wie Gustav, M wie München, D wie Dietrich, C wie Cäsar noch einmal, F wie Friedrich, U wie Ulrich, N wie Nordpol, ja. .de. Und das Passwort? Und der Passwort ist kleines a wie Anton und dann Nummers 1 bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber keine Sorge, ich schicke alles in die E-Mail jetzt. Keine Sorge und einen Moment kurz. Aber ich komme da nicht mit rein. Geht nicht. Und Sie anmelde im, ich schicke der Website jetzt halt. Ach so. So, meine Kollege jetzt verändere deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung. So, einen Moment bitte, eine Sekunde. Und ich schicke jetzt der E-Mail mit dem richtigen Link zu der E-Mail-Adresse, wo Sie können anmelden und dein Passwort und dein Username. Ja. Also bitte überprüfen dein E-Mail, dein Inbox und sagen Sie mir,
hast einen E-Mail von David erreichen. Von David? Von David, ja, das ist mich. ex-rio.com? Nein, das ist die anderen. Das ist von unserem Payment Processing Partner, dass die Anzahlung ist fertig. Okay. Und haben Sie eine neue E-Mail erreichen von david.s@gmapros.net. Der Betreff der E-Mail steht Login Details. Ah ja, da. Login Details erreichen. Ja. So, ich habe geschrieben alles in der E-Mail. Webseite, Benutzername und Passwort. Ja. Klar? So, das ist, wo Sie anmelden. Ja, das ist, wo Sie anmelden, bevor der Broker rufe dich und bevor der Broker Hilfe mit dem Handy-App-Installation. Dann Sie also können sehen deine Resultate in der Handy-App. Jetzt Handy-App? Sie können anmelden natürlich, sodass Sie sehen dein Handelskonto Saldo, Sie können sehen die Webseite und die Plattform. Da steht aber alles startet, wenn... Ja. Da steht null. Herr Toffel, das ist alles für jetzt. Jetzt, Sie muss verifizieren das Handelskonto. Jetzt eine neue E-Mail erreichen. Anzahlung Bestätigung. Bitte antworte zu dieses E-Mail. Okay? Na, aber Geld ist noch nicht drauf auf Konto. Das passiert sofort. Unseren Compliance Team muss erhalten die Information, dass die Anzahlung ist fertig und dass dieses Konto ist jetzt aktiviert. Und wann steht es da? Wann das passieren? Eine Sekunde, ich frage unseren Finanzabteilung. Eine Sekunde, ja. Bitte. Mhm. Herr Toffel, können Sie bitte sagen mir, das ist dein erstes Konto mit uns? Ja. Oder erste Konto mit uns. Sie heißt nicht geoffen dieses Konto bevor. Nicht, dass ich wüsste, nee, aber ich kenne mich ja nicht aus. Okay. Und wo Sie halt gefunden dieses Plattform? Das ist für die unseren Marketing zur Frage das. Das war glaube ich auf Facebook. Facebook. Ja. Okay, klar. So, bitte eine Sekunde, Sie muss sehen, der Handelskonto Saldo verendet, einen kurzen Moment bitte. Mhm. Ich warte mit dir in der Leitung. Okay. Herr Toffel, können Sie bitte refresh die Seite und sagen Sie mir, können Sie sehen, dein Handelskonto-Saldo jetzt verändert? Ich gehe mal gucken. Bitte? Ja, jetzt steht da 250 Euro auf dem Balance. Sehr gut. So, das ist fertig. Mhm. Erster nächste Schritt ist zu verifizieren, dein Handelskonto. So, bitte, wann die Anzahlung Bestätigungs-E-Mail erreiche. Bitte antworte zu dieses E-Mail. Es waren nur 4 Fragen und es ist viel einfach zu antworten zu diesen Fragen. So bitte machen Sie das ist der nächste Schritt und dann Sie warten auf die Anruf von unseren Broker, dein persönlicher Assistent und der hilft mit dem Kontokonfiguration, so dass wir sind sicher, dass die Konto mache gute Resultate. Ja, kann der heute noch anrufen? Bitte? Kann der heute noch anrufen? Es ist möglich, er rufe dich im nächsten 10 bis 15 Minuten. Wann ja. Wir haben zu viele Klienten, aber heute, wir haben nicht so viele Klienten, so, ich denke, dass er rufe dich im nächsten 10 bis 15 Minuten. Maximum, was ist möglich, Sie warten für diesen Anruf, ist 48 bis 72 Stunden. Mhm. Okay, klar. Ich wünsche noch einmal viel Glück mit Ihrem Handel. Noch einmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen bei GMA Pros. Und dann, jetzt Sie hast also meine E-Mail-Adresse, Sie hast unseren Kundensupport Telefonnummer. So bitte, wann Sie hast Fragen oder Sie brauchen unsere Assistenzion, bitte ruf uns oder schreibe eine E-Mail oder schreibe zu unseren
Kundensupport. Mhm. Okay? Ja. Alles klar, eines schönes Tag, eines schönes Wochenende und auf Wiederhören, Herr Toffel. Tschüssi. Tschüssi. Ja, und das war's dann von unserem netten Betrügerkollegen. Schon absolut krass. Die versuchen's mit allen Mitteln, an eure Kohle zu kommen. Dass man hier keine Leistung erhält, das ist klar. Verwundernswert ist, dass wir jetzt hier eine Balance auf unserem Konto haben, ohne eine Balance eingezahlt zu haben. Daran sieht man einfach nur, was das hier alles für Fake und Betrug ist. Witzigerweise hat sich danach nie wieder irgendjemand gemeldet. Nach 2 Tagen konnte ich mich, wie bereits erwähnt, schon nicht mehr in das Konto einloggen und mittlerweile ist die Webseite komplett offline. Tja, Betrug, wie er im Buche steht und sich leider immer wieder wiederholt. Das Schlimme ist, hier zahlen sehr viele Menschen ihr Geld ein und werden das dann natürlich nicht wiedersehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine nette Playlist mit weiteren Inhalten auf dem Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.